Ja, Laughter Yoga, bringt das wirklich was? Ist das nicht vielleicht einfach nur eine Flucht vor der Realität? Oder kann mir Laughter Yoga für das normale Leben auch helfen? Also alle, die schon mal wirklich intensiver dabei waren, merken, das ist nicht nur eine Flucht, sondern das ist wirklich Power, das gibt Kraft, Dinge anzufassen. Und deshalb, ja, empfehle ich es ja gerade eben auch bei Problemen oder gerade morgens, wenn man noch nicht so dabei ist und denkt, oh, heute wieder arbeiten, oh, so viel zu tun, boah, ich weiß gar nicht ein aus und oh, ne? Schon dieses bewusstere Atmen ist ja ein Teil vom Laughter Yoga. Und dann willst du vielleicht der Person, die du im Spiegel siehst, wenn du diese Übung möglichst vorm Spiegel machst, dann siehst du, okay, naja, die Mundwinkel dieser Person, die könnten mal ein bisschen hochgeschoben werden. Und dann machst du der Person das vor und schiebst einfach mal die Mundwinkel hoch. Und hältst die ein wenig. Und das mit Liebe ausgeführt. Ja, ich habe das ja extra umbenannt, für mich auch speziell, um mich daran zu erinnern, dass da ganz viel Liebe mit im Spiel sein darf. Aus der Liebe zu mir heraus mache ich diese Übungen. Nicht um irgendwo vor irgendwelchen Problemen zu flüchten, sondern für mich, weil ich weiß, dass es mir gut tut, dass es mir Kraft gibt. Und das ist ja gesunder Egoismus. Das darf sein. Ja, ich darf für mich, mir Zeit nehmen für mich, damit ich dann wieder Kraft habe, auch für andere. Ja. Und das alles, was da so im Kopf sich rumdreht, das stelle ich einfach mir vor, dass ich das so quasi löst und nach oben geht. Spüre ich für mich, weil ich diese Übung schon ein wenig länger gemacht habe, dass sie mir direkt helfen können. Wenn du neu bist dabei, dann braucht es diesen Übungseffekt erst einmal, sodass es ein wenig länger dauert, bis du spüren kannst, okay, ja, das gibt mir Entlastung, das gibt mir Freude. Und das gibt mir ja Frieden mit mir und dass ich mich wirklich wieder spüren kann und lieben kann. Ja, und deshalb mache ich eben gerne dieses mich selber in den Arm nehmen. Ja, ich nehme mich.
mich gerne selber in den Arm. Ja. Und je nachdem, ob ich etwas loslassen möchte, vielleicht runterkommen möchte, dann verlangsame ich die Atmung. Oder wenn ich Energie brauche, Kraft brauche, dann beschleunige ich die Atmung, mache vielleicht die Feueratmung. Das ist etwas, wenn die Nase frei ist. Du merkst, meine Nase ist gerade nicht ganz frei, deshalb mache ich dann das kurze Atmen, Einatmen durch die Nase, das Ausatmen durch den Mund. Immer wieder daran erinnern, die aktuelle Stimmung aufnehmen. Den Vokal zuerst vom Lachen. Ja. Und dann kann es weitergehen, nämlich mit mehr Energie, mit mehr Achtsamkeit, mit mehr Freude, mit mehr Verbundenheit, mit mehr Liebe. Und dann, ja, hat man wirklich mehr davon und alle anderen auch. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag für dich und ja, bring Freude in dein Leben und das Leben anderer Menschen. Bis dahin alles Gute.